Diese Klausur hatte viele Besonderheiten. Das war die sehr zukunftsorientierte Arbeit für Bayern, zum Beispiel die Beschlussfassungen über einen tariflichen Mindestlohn, damit Menschen, die Vollzeit beschäftigt sind, von ihrem Lohn auch leben können. Es waren ganz interessante Gäste hier, zum Beispiel der Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, der mit uns über finanz- und europapolitische Fragen, über den Euro diskutiert hat. Und dann war da auch so ein Discoabend, was wir bisher so in der CSU-Landtagsfraktion überhaupt noch nicht erlebt haben, dass dann da abends gerockt und gesungen wird. Und das war alles einfach ein sehr buntes Programm, aber inhaltlich auch sehr konzentriert. Und ich glaube, wir sind jetzt, wenn ich noch die Bundestagsabgeordneten letzte Woche hier in Greuth mit berücksichtige, glänzend aus den Startblöcken zum Auftakt des Jahres 2013 gekommen. Die wievielte Klausur war es bei Ihnen heuer? Ich habe so an die 35 bisher mitgemacht. Ich bin ja seit 1980 als Bundestagsabgeordneter immer hierher gekommen und seitdem ich seit 5 Jahren Parteivorsitzender bin, habe ich ja immer das doppelte Erlebnis. Ich bin immer 2 Wochen hier. Manche betrachten dies als einen netten Urlaub. Tatsächlich ist es aber wirklich beinahe harte Arbeit, wenn es um wichtige Sachfelder geht, wo wir dann am Ende eigentlich immer einstimmig unsere Positionen festlegen. Und Greuth ist vielleicht auch eine Wurzel für den Erfolg Bayerns, weil hier die meisten politischen Programme entstanden sind. Letzte Frage, verbinden Sie ja ganz persönlich was mit Greuth und der Klausur? Das ist mein Leben. Ich kann es so sagen, wissen Sie, wenn Sie im Grunde seit dem 30. Lebensjahr hierher fahren und immer wieder zum Jahresauftakt das ganze Programm, die Arbeitsabläufe für ein ganzes Jahr definieren, dann brennt sich das ein als ganz wesentliches Moment in einem politischen Leben.